Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist der letzte Dienstag im Monat des Julis und das heißt, es ist Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Nicole. Ja, und jeden letzten Dienstag im Monat gibt es ein Aufgebraucht-Video von mir. Am Anfang des Monats meistens ein Rossmann-Haul, zwischendurch gerne mal Unboxings und so weiter. Falls du jetzt ein bisschen Krach machst, das ist mein Kater, der hat wieder hart seine 5 Minuten. Playtime für ihn. Ja. Und wie gesagt, heute ein Aufgebraucht-Video und wir legen auch gleich los. Ich habe eine Menge Sachen aufgebraucht. Einige davon haben mir sehr gut gefallen, andere so gar nicht. Lass dich überraschen. Was ganz Banales. Toilettenpapier von DM braucht jeder. War dreilagig, war bedruckt mit so Heißluftballons. Ja, war ganz süß. War normales Toilettenpapier, was soll ich sagen. Braucht der Mensch. Von Esprit habe ich ein neues Parfüm ausprobiert, Summer. Das hatte ich mit auf Arbeit. Ich nehme, habe immer eine Flasche Parfüm auf Arbeit, weil ich mir nicht die Haut einsprühen kann. Ich parfümiere immer meine Kleidung, weil ich mit meiner Haut wahnsinnig empfindlich bin. Und da ich auf Arbeit Dienstkleidung trage, sprühe ich mich auch erst auf Arbeit mit Parfüm ein. Und für die Arbeit reicht Drogerieparfüm. Und da hatte ich hier von Esprit das neue Summer ausprobiert. Hatte ich euch, glaube ich, in einem DM-Haul-Short-Video gezeigt, dass ich das geholt habe, wenn du die Verpackung sehen möchtest. In der Flasche riecht das recht sommerlich. Auf meinen Textilien roch das dann aber irgendwie ganz anders. Eine Arbeitskollegin meinte dann zu mir, du riechst nach September, nach beginnendem Herbst, nach der ersten Kuscheldecke und einer Tasse Tee. Ja, mir war das dann, also es ist, wenn es jetzt aus der Flasche duftet, duftet das leicht süßlich. Das verstärkt sich über den Tag. Also mir war es über den Tag getragen zu süß. Normalerweise sprühe ich bei diesen Drogerieparfums, weil die ja nicht so lange normalerweise halten und duften, in der Mittagspause nochmal nach, habe ich hiermit nicht gemacht. Es war mir zu schwer, zu süß, ich werde es nicht nochmal kaufen. Falls du jetzt ein Fan bist von schweren, süßen Düften, wäre das voll der Hammer für dich. So, dann habe ich von Rossmann eine Zahncreme aufgebraucht. Das ist die Eigenmarke von Rossmann Procudent für sensible Zähne, also für empfindliche Zähne. Ja, für sensible Zähne geeignet. Also ich habe jetzt kein Struggle mit meinen Zähnen gehabt. Es ist eine sehr milde Zahnpasta. Mir hat so ein bisschen der minzige, der frische Geschmack, der frische Duft im Mund gefehlt. Ich bin hier dicker. Und was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dass meine Zähne nachgegelbt sind, dass die dunkler geworden sind. Es hat also zum Zahnweiß nicht beigetragen und das gefällt mir eigentlich nicht. Der Kater. Ja, also ich werde sie nicht noch mal kaufen. Dann hatte ich von Balea einen Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner für auch für was ist festes Make-up geeignet. Es war also ölhaltig, pflegt die Wimpern, parfümfrei. Ja, hat gemacht, was es sollte. Also ich benutze Augen-Make-up-Entferner, diesen ölhaltigen, diesen Zwei-Phasen-Make-up-Entferner nutze ich immer im Sommer, weil ich im Sommer wasserfeste Mascara trage. Und das hat getan, was es sollte, war in Ordnung, hat keine Hautreizung gemacht. Kann man machen.
So, ein Haufen Tütchen. iPads von Juti mit Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras. Ja, kann man durchaus machen. War schön. Dann hatte ich hier Angels of Attractish. Das war eine Limited Edition von dieser, ich glaube, ja, dieser Topmodel-Aktion. Das sah so ein bisschen aus wie Engelsflügel. Konnte man machen, ja. Also ich glaube, ich habe da keinen großen Unterschied zu den normalen blauen von Juti gemerkt. Hat mir gefallen, war okay. Nicht ganz so fand ich hier diese Generation of Glow, auch von Juti, gehörte zu, auch zu dieser Topmodel Limited Edition. Die sahen aus wie ein Krönchen. Waren ein bisschen dicker als die anderen und hatten so groben Glitzer drin. Mochte ich nicht so richtig. Dann hatte ich hier, ich glaube, das war ein Geschenk zum Geburtstag. Badeskristalle Zeit zu feiern mit Brombeere, schwarzer Johannisbeere. Ordentlich beerig hat es gerochen, hat das Wasser auch schön so in so einem Bordeaux-Rot gefärbt. Hat Spaß gemacht. Im Sommer lieber Badesalze als Schaumbäder. Ja, mochte ich gerne leiden. Dann, das sind jetzt eine Menge Augenpacks, weil mein Töpfchen alle gegangen ist und ich mir dann ein neues bestellt hatte und so weiter. Ne? Also demnächst wird dann wieder ein Töpfchen kommen. Die normalen blauen von Juti mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Ja, das ist aus dieser Juti-Reihe, sind das meine liebsten Augenpads. Mochte ich sehr gern leiden. Dann hatte ich noch welche hier. Hydrogel-Augenpads von Isana. Beleben mit Niacinamiden und Hibiskus. Ja, die hatten so eine Herzchenform. Waren relativ dick. Und trotz der Tatsache, dass ich die im Kühlschrank hatte, haben die ganz schön dolle gerutscht. Selbst im Liegen haben die gerutscht. Was wohl daran lag, dass die so dick waren. Am Gewicht wird das gelegen haben, nehme ich an. Aber die Wirkung an sich war ganz nett. Dann hatte ich hier von Bi Kussmund Olala. So eine Maske für den Mund. Ich glaube, ich werde mir das in Zukunft sparen mit diesen Masken für den Mund. Weil ich, also nicht, dass das ein schlechtes Produkt war, aber ich habe so schmale Lippen. Die Maske ging mir wirklich von hier unter der Nase bis hier zum Kinn. Und ich glaube, meine schmalen Lippen an sich, also da war nicht viel Kontakt zwischen meinen Lippen und dieser Lippenmaske. Also dann schmiere ich mir die Lippen in Zukunft lieber ein. Ich habe jetzt noch eine Lippenmaske, die sicherlich auch irgendwann mal Verwendung noch findet. Aber ich glaube, die Nummern werde ich mir hier in Zukunft sparen. Dann habe ich ein Bad alle gemacht, ein Duschschaumbad von Organic mit Erdbeerduft. Ja, das hat das Wasser schön rot gemacht, hat ordentlich geschäumt. Es hat auch tatsächlich so ein bisschen wie Erdbeereis geduftet. Wer jetzt mein Geburtstagsgeschenke-Video gesehen hat, weiß, das war ein ganzes Set. Da habe ich aktuell noch ein Duschgel in Gebrauch. Ja. Das ist eine Naturkosmetik-Reihe. Normalerweise muss ich mit Naturkosmetik immer ein bisschen aufpassen, weil da sind gerne so ätherische Öle drin, wo ich drauf reagiere. Das war aber tatsächlich gut verträglich. Dann ein Highlight von mir, Dalton. Das Niacinamide-Serum. Was soll ich euch sagen? Dalton, wer mir eine Weile zuschaut, wer Claudi schaut, Nicolita, Chiquita's Place, die Nicole von Chiquita's Place, wer die Franka schaut, wer Amelie with Love schaut, dann kennt ihr alle Dalton.
Ist eine marine Kosmetik, also auf meeresbiologischer Basis, ohne viel Schnickschnack drin, ist super gut verträglich. Ich liebe diese Serie. Leider vom Preis her eher in der High-End-Kategorie. Das war eine Probegröße, eine Reisegröße, war in meinem Weihnachtskalender drin mit so einer Pipette. Ja. Ich finde es schade, dass es alle ist. Ein wunderbares Serum. Tja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich liebe es. Ich finde es schade, dass es alle ist. Was soll's? Es muss weg, ist es alle. Trockenshampoo habe ich alle gemacht von Isana für helles Haar. Macht einen ziemlichen Grauschleier, muss ich sagen, ist aber ein prima Shampoo, Trockenshampoo vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Duftet na jetzt natürlich nicht so wahnsinnig wie diese Batiste-Dinger, hat aber dafür nur, kostet dafür nur die Hälfte. Nehme ich ganz gerne. Jetzt muss ein neues her, beziehungsweise habe ich eins von Isana in Anwendung gerade, das ich tatsächlich ziemlich gut finde. Dann hatte ich ein Fruchtsäurepeeling zur Hautverfeinerung, Reinigung, Peeling, auch als Maske zu verwenden. Das war so ein 3-in-1-Ding. Wie gesagt, mit Fruchtsäure habe ich jetzt nicht im Gesicht verwendet, also nicht als Maske, sondern lediglich für den Körper. Das war ein sehr feinkörniges, zartes Peeling. Einen Rieseneffekt habe ich jetzt nicht gemerkt, war aber schön, hat auch schön fruchtig geduftet nach Zitrusfrüchten. Also ich mochte es sehr. Schade war, dass die Verpackung so, ja, da ist mir hier der Deckel, der ist mir abgebrochen, ne? Aber ansonsten war das wirklich ein schönes Peeling, mochte ich. Etwas, das ich gar nicht mochte, was ich jetzt leider wirklich als absoluten Flop bezeichnen muss, und ich habe auch gerade mal so viel davon jetzt verbraucht, ist dieses Balea Fuß- und Beinschimmer Lotion Tropical Gedöns. Es roch oder es riecht hauptsächlich nach Mango, nach sehr künstlicher Mango. Und einen pflegenden Effekt konnte ich null feststellen. Ich habe mir abends und bevor ich es in Socken gekrochen bin, die Füße schon richtig fett damit eingeschmiert. Es hat trotzdem null gepflegt. Ich hatte dann echt Probleme und musste meine Füße erstmal eine Kur mit Vaseline bzw. mit Melkfett gönnen, bevor die sich wieder regeneriert haben. Dann habe ich gedacht, okay, dann vielleicht als Schimmerlotion fürs Bein, nur so als Schimmerlotion halt, ohne irgendwelche Pflegeerwartungen. Aber der Schimmereffekt war eben auch leider sehr semi, also fast gar nicht vorhanden. Abgebrochen, aussortiert, wie gesagt, so viel ist noch drin. Absolutes Flop-Produkt bei mir. Es tut mir leid. Nee, das sammeln wir. Entschuldigung, da bin ich wieder. Das habe ich jetzt mal aus dem Müll gefischt, weil ich plane Ende des Jahres ein Flop-Video. Da wird das sicherlich mit reinkommen. Ja, schon x-mal in die Kamera gehalten, Elvital, diese Hyaluron-Geschichte. Shampoo und Spülung mag ich einfach, tut meinem Haar gut, ist viel Feuchtigkeit, spendet viel Feuchtigkeit, sehr schön, gut. Ich muss dazu sagen, diese Feuchtigkeitsprodukte sind dann nur dann effektiv, wenn deine Haare gesund sind. Sind die total kaputt, gesplisst, gebrochen, was auch immer, dann ist das sicherlich besser, erstmal mit einer reparierenden Pflege dran zu gehen. Meine Haare sind aber komischerweise trotz des Färbens so ziemlich gesund, brauchen aber viel Feuchtigkeit, und da finde ich das schick, schick.
L'Oréal ist leider eine schwierige Firma, wenn es um Tierschutz und Cruelty-Free-Geschichten geht, tierversuchsfrei und so weiter. Ich habe aber leider noch keine passende Alternative dazu gefunden. Bleiben wir mal bei den Haaren. Ich hatte viel Hoffnung auf Ahuhu gesetzt. Da hatte ich bisher nur ein Shampoo, das mir wirklich gut gefallen hat. Das gibt es aber nicht mehr. In der der Black Friday, da hatte Asam hatte da eine Blackback zum Black Friday rausgebracht mit Haarprodukten. Daraus ist hier diese Coco Moringen Intense Creme, also eine Kur für die Haare. Es hat nach Kokos gerochen, relativ dezent. Die Pflegewirkung war okay. Die Verpackung fand ich ein bisschen schwierig, weil so spätestens ab hier musstest du das richtig mit zwei Händen rausdrücken. Wenn du aber das mit zwei Händen rausdrückst, wie willst du die Kur dann auffangen? Also ich musste mir das dann, wenn ich in der Wanne saß, habe ich mir das dann teilweise auf den Oberschenkel gegeben und habe es dann mit der Hand aufgenommen. Also ich finde die Verpackung hier ein bisschen unglücklich gelöst. Naja, mal schauen. Aber war okay. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, ich will es aber auch nicht in den Himmel heben, war einfach okay. Dann kennt ihr auch schon von mir Rexona. Die Schauerfrisch-Variante, das ist ein Antitranspirant, riecht hauptsächlich einfach pudrig, ist auch kein Parfüm-Deo, ist wirklich dazu da, um halt die, auf Deutsch gesagt, Schwitzeflecken im T-Shirt zu verhindern. Das macht es ganz gut. Nehme ich ganz gerne. Dann habe ich Biotherm ausprobiert. Das war eine Abschminkcreme. Schmiert man sich also wie eine Creme ins Gesicht, kann man sich dann mit Wasser noch ein bisschen aufemulgieren, nachdem man es einen hat einziehen lassen und schminkt sich dann sozusagen ab. Hatte eine leicht grünliche Farbe, war auch ein schönes Abschminkprodukt, nur mit wasserfestem Make-up kommt es nicht klar. Das heißt, hast du eine wasserfeste Foundation, wasserfeste Wimperntusche, brauchst du in jedem Fall noch ein öliges Produkt. Von Balea einen Lippenbalsam habe ich alle gemacht aus meinem Weihnachtskalender. Ja, hat jetzt lange gedauert, hat aber auch lange gereicht, das Zeug. Mit Schokoladengeschmack. Ich hatte gehofft, dass das so ein bisschen wie das Gloss von Maxim ist, aber nein, ist es gar nicht. Von der Konsistenz her war es so ein bisschen vaselineartig und dieser Geruch hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört. Hat mich vom Geruch her so ein bisschen an Schokoladenpudding erinnert, was dazu führt, dass man sich gerne mal die Lippen leckt. Und dann schmeckt das aber so berstig. So medizinisch cremig. Das war nicht gut. Ich bin froh, dass es alle ist. Und sollte ich so eine Art Lippenbalsam nochmal haben, wird der sicherlich weiter wandern. Also mein Fall war es nicht. Dann hatte ich hier von Perfect Tint ein Serum. Entschuldigung, da hatte ich einen kleinen Offline-Moment. Das war eine absolute Mogelpackung. Serum war nur ungefähr so viel drin, ne? Das hier oben, die Hälfte war Luft. Na gut. Hatte ich von meiner Geschwister geschenkt bekommen, war verträglich. Mit dieser Asam-Kosmetik habe ich da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht hatte sie sich da aber auch mit meinem aktuellen Anti-Pickel-Serum nicht vertragen oder so, aber das hier war gut verträglich. Hat es mich jetzt in der kurzen Zeit, wo ich es ausprobiert habe, 10 Jahre jünger gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber ja, war in Ordnung. Kann man sicherlich mal in einer größeren Packung ausprobieren.
Dann habe ich alle gemacht ein Primer von Avant. War es ein schöner Primer? Ja, auf jeden Fall. Hat super durchfeuchtet. War eine schöne Grundlage für die Foundation. War sehr flüssig. Also da muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel rausdrückt. Also vorsichtig handhaben. War das jetzt aber die 70 € oder was das Ding kostet wert? Nein. Also es gibt viele schöne Primer, die auch also genauso gut sind und sicherlich wesentlich weniger kosten. War schön, das anzuwenden. Muss ich es nochmal haben? Ja, wenn es wieder in einer Box ist, drin ist okay, aber kaufen würde ich es mir nie im Leben. Jo, wir bleiben klein. Und zwar eine Crememaske Face Care Magical Effect von Dalton. War eine schöne Maske, wo ich den Effekt definitiv gemerkt habe. Insofern, dass mir bei der ersten Anwendung das Gesicht richtig gekribbelt hat. Also das hat so wie so gebritzelt. Also es hat ein, zwei Anwendungen gedauert, bis ich mich hier daran gewöhnt hatte. Also wenn du irgendwann mal diese Magical-Effekt-Maske bei dir zu Hause hast, möglichst nicht nach einem Peeling anwenden, würde ich empfehlen. Dafür ist zu viel Wirkstoff drin. Also zumindest wenn du empfindliche Haut hast. Wenn du jetzt total unempfindlich bist und dir alles ins Gesicht klatschen kannst, dann feuerfrei, ne? Aber ich hätte jetzt kein Peeling vorher machen können oder sowas. Sie hat eine ordentliche, schöne Wirkung gehabt, aber man hat halt auch die Wirkung im Gesicht gespürt, ne? Von Dalton übrigens, ich weiß nicht, war in meinem Weihnachtskalender, ich weiß nicht, was da so ein großes Töpfchen kostet. Für mich sicherlich unerschwinglich. Dann jetzt wieder Biotherm, da war ein Serum drin. Das war auch recht flüssig mit Plankton, also auch so Meereskosmetikgedöns. War ein schönes Serum. Ich habe die große Version davon gerade in Anwendung. War auch ein Geburtstagsgeschenk. Dann von Biotherm eine Creme, so ein kleines Pröbchen. Wäre eigentlich auch eine schöne Reisegröße gewesen, ne? Fällt mir gerade auf. Egal. Ja, war eine schöne Creme. Kann man machen, weil geruchslos. Also es hat einfach nur nach Creme gerochen, war nicht parfümiert. Das mag ich im Gesicht immer sehr gerne. War weiß, wie man das von so einer Creme erwartet. Auch eine normale Creme-Konsistenz. Und hat aber wirklich schön Feuchtigkeit im Gesicht gehalten. Dann habe ich zwei Ampullen alle gemacht. Einmal die Hyaluronic Urea, also mit Hyaluronsäure und Urea. Und die Extrem-Lift-Ampulle, die hier, die Hyaluronic, die durchfeuchtet halt schön. Und die Extrem-Lift, die macht halt einen Lifting-Effekt, den man auch wirklich sieht. Also das ist wie ein kleiner Filter im Gesicht. Schön, schön, schön. Damit wären auch meine Dalton-Ampullen aus dem Kalender alle aufgebraucht. Den Rest des Jahres kommen dann wahrscheinlich keine mehr. Von Clinique hatte ich hier eine Creme. Die war auch in irgendeinem Kalender. Entweder Zalando oder Douglas. Ich müsste jetzt schwindeln. Die war rosa von der Farbe her. Und relativ flüssig, fast gelartig. Moisturing, ja, aber ohne langanhaltenden Effekt. Also, und sie war, wenn ich mich recht entsinne,
Relativ stark parfümiert. Das mag ich ja gar nicht. Ich muss schon wieder abtauchen. I, und jetzt ist es voller Katzenhaare. Ach Mensch, Nio. Wir müssen heute unbedingt noch staubsaugen. Ja, ich weiß, dass Clinique, besonders diese Creme, sehr gehypt ist. Ich muss aber sagen, für mich und meine doch sehr trockenflaumige Haut war es eher nichts. Nee, also ich war jetzt nicht so ein Fan von, ich muss Clinique nicht nochmal haben. Kennt ihr auch von mir meine Hyaluron-Augentropfen, weil ich Kontaktlinsenträger bin und mit Klimaanlage arbeite oder in klimatisierter Luft arbeite? Da trocknen die Kontaktlinsen gerne aus und da ist das ganz schön. Dann nicht direkt aufgebraucht. Dieser, das war dieser Creme Blush Stick von Catrice. Das Ding ist mir runtergefallen und da ist mir hier der Blush Stick aus dieser Halterung. Das war eine schöne Farbe. Das war an sich auch ein schöner Blush. Ich muss allerdings sagen, ich war wahrscheinlich schon durch die Maybelline Creme Blush ein bisschen zu sehr verwöhnt. Ich fand ihn ein bisschen schwierig auszublenden. Er war extrem dezent. Man musste sehr aufbauen. Ist sicherlich ein schönes Produkt. Für mich zu viel Arbeit. Also ich werde ihn mir nicht noch mal holen. Dann, das war ein Highlight von mir. Das war ein Top-Produkt. Pharmazie Green Clean. Das war auch ein Kalenderprodukt. Auch wieder, entweder Douglas oder Zalando, lass mich schwindeln. Ich weiß es nicht. Das war ein Abschminkbalm. Der war von der Konsistenz her auch wieder so ein bisschen vaselineartig. Sah grün aus, ein ganz dezentes Lindgrün. Ich kann mich nicht entscheiden, wonach das riecht. Gesundheit, ich rieche, der Kater niest. Das war ein Abschminkbalm. Du hast dir das genommen oder wie so ein Kokosöl. Ja, das ist ja auch, wenn man es im Glas hat, fest und wird nur bei Wärme warm. So ähnlich war das hier auch. Du hast dir da halt ein Fingerchen genommen, hast dir das schön im Gesicht verteilt und durch die Wärme der Finger ist das ganz ölig geworden. Hat das Make-up super aufgebrochen. Ist sogar mit der wasserfesten Mascara klargekommen. Also ich brauchte mir das quasi nur einmal ordentlich im Gesicht einreiben, habe das dann mit dem Mikrofasertuch abgenommen, mit einem Waschgel nochmal hinterher gewaschen. Alles schick, alles sauber, super. Also ich weiß nicht, was das ob das jetzt eine Originalgröße ist, ob das eine Probegröße ist. Ich weiß nicht, ich müsste mal bei Douglas auf der Seite schauen, ob man das irgendwie kaufen kann und wenn ja, was das kostet. Aber ich fand es klasse. Ich fand diesen Abschminkbalm echt klasse. Green Clean von Pharmazie. Super. Lange nicht mehr so begeistert gewesen. Dann ein Pöttchen hier. Green Tea Under Eye Mask. Ja, das war ein Töpfchen mit 60 Augenpads. Mit grünem Tee. Kennt ihr auch schon, wenn ihr mich schon eine Weile schaut? Spatel. Hier sind dann immer die Pads drin. Ich dachte erst, grüner Tee, spannend, habe ich noch nicht gehabt. Als sie dann zu Hause ankamen, hatte ich aber so ein Déjà-vu-Gefühl. Die waren relativ dick. Der Effekt war jetzt nicht so mega. Und ich fand die auch recht schwer, sodass die, auch wenn die jetzt schon eine Weile im Kühlschrank lagen, doch relativ stark gerutscht sind. Also ich finde diese Töpfchen, also Augenpads im Töpfchen finde ich klasse, weil wesentlich weniger Müll und dennoch preiswerter als jedes Mal ein Tütchen für 1 € zu kaufen, ne, weil so eine Packung kostet.
um die 10 Euro und du hast halt 30 Paar, also quasi für den ganzen Monat. Ja, aber die müssen es nicht nochmal sein. Also grüner Tee, diese Green Tea-Dinger, die werde ich definitiv nicht nochmal bestellen. Dann hatte ich, das war definitiv aus meinem Douglas-Kalender, okay, oder war es doch Zalando? Ach, frag mich nicht. Auf jeden Fall ein Kalenderprodukt Keratina. Da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt, muss ich sagen. Ich hatte gelesen, Keratina, dachte an Keratin, habe mir das auf die Wanne gestellt und habe das erst wie ein Shampoo benutzt und habe mich gewundert, dass das Ding nicht schäumt. Schande auf mein Haupt, nee, das war ein Balsam für die Haare, für nach dem Haarewaschen. Es hat halt auch wie so seifig wie Shampoo gerochen. Ich fand es für meine Haare nicht reichhaltig genug. Also wenn ich das verwendet habe, habe ich für die Spitzen trotzdem immer noch ein Haaröl verwendet. Also von daher war ganz nett, aber ich persönlich für meinen Fall, für meine Haare, ich muss es nicht nochmal haben. Einen Tee habe ich alle gemacht mit Waldbeere-Geschmack von Dallmayr. Ja, kann man machen, muss ich sagen. Aber dafür, dass Dallmayr dann doch, also für Teebeutel ist es recht teuer, ne? Also die kostet jetzt nicht die Welt. Ich glaube 3, 4 Euro. Aber dafür, dass es halt Tee ist, ist es teuer für Teebeutel. Und ich muss sagen, dafür hat es mich echt nicht vom Hocker gerissen. Also da tut es, was weiß ich, der Teebeutel vom Kaufland oder eine Teekanne genauso. Also es muss nicht Dallmayr sein. Dann auch aus der Organic-Reihe Seife. Das war eine Handseife, auch nach Erdbeerduft. Hat wirklich nach Erdbeere geduftet. So ein bisschen wie Erdbeereis, fand ich. War ein komplett rotes Stück Seife, viereckig. War auch gut verträglich, nur wie alle Seifen konnte ich mir damit definitiv nicht das Gesicht waschen. Hat zu doll ausgetrocknet. Hat aber ordentlich sauber gemacht. Es war nur eine Riesenschweinerei. Du hast lauter rote Spritzer dann am Waschbecken und an den Fliesen, also dreimal am Tag Waschbecken putzen, war angesagt. Hat trotzdem Spaß gemacht, sie zu verwenden. Wie gesagt, die anderen Produkte davon auch gerne nochmal, die Seife aber nicht unbedingt. Einfach mal, weil. Ja, ich habe einen Vollzeitjob. Ich muss nicht dreimal am Tag mein Waschbecken putzen. Dann Fußbadesalz von Moshi Moshi Mind. War in meiner Goodiebox. Hat wirklich, also das Fußsalz hat wirklich nach Minze gerochen, hat wirklich sehr doll nach Minze gerochen. War aber ein stinknormales Badesalz. Also warum ich jetzt 20 Euro dafür ausgeben sollte, will sich mir nicht erschließen. Werde ich auch nicht machen. War ganz nett, das mal angewendet zu haben, aber ja, muss nicht nochmal sein. Auch was zum Baden. Das war The Grounding Crystals. Essbar. Weiß nicht, Essbar ist bestimmt eine teure Firma, weil ich kenne sie nicht. Tolle Begründung, ne? Das war ein Badesalz. Das war ganz lila. Hatte ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das waren lilafarbene Badekristalle, halt relativ stark nach Lavendel gerochen. Waren auch so kleine Blütenblätter mit drin. Die Blütenblätter an sich haben mich jetzt nicht gestört, weil ich bin gegen Pollen allergisch, nicht gegen Blätter an sich. Wie gesagt, hat sehr stark geduftet, auch das Wasser hat stark geduftet, aber irgendwas war das drin, wahrscheinlich wieder irgendein ätherisches Öl. Mir hat die ja Haut gejuckt. Schade, schade, schade. Ich glaube, die liebe Maike hatte mir das geschenkt, wenn du zuschaust.
Ganz lieben Dank, aber bitte nicht nochmal. Ja, ist nicht böse gemeint, aber meine Haut halt, ne? Ein Spülmaschinen-Hygienereiniger, Vierfach Power mit Glanzeffekt von Domol. Das ist ein Reiniger für die Spülmaschine. Das kann man einmal aufmachen, sich so ein bisschen auf den Lappen geben und dann mache ich damit so die Gummidichtungen und sowas sauber. Dann mache ich den Deckel wieder drauf. Da ist jetzt hier ein Loch drin, aber da ist normalerweise wie so eine Art Wachsbeschichtung drauf. Dann machst du das, die Flasche in dein Besteckkörbchen, stellst das so rum rein und startest einen Spülgang. Diese Wachsbeschichtung löst sich dann durch das heiße Wasser auf und dann spülst du deine Maschine einmal mit diesem Reiniger, hinterher noch einmal mit dem Lappen ausputzen und deine Spülmaschine glänzt wieder. Mache ich so alle 3, 4 Monate mal. Ja, dann mein Kontaktlinsenreiniger Opti-Free Pur Moist ist für meine weichen Kontaktlinsen. Die halten die sehr schön geschmeidig, sodass ich meine Linsen im Durchschnitt 2 bis 3 Monate tragen kann. Jo, kostet eine Flasche 10 Euro. Ich weiß, es gibt wesentlich preiswertere Kontaktlinsenreiniger, aber dann kann ich meine Kontaktlinsen auch nach einem Monat wegschmeißen und von daher dann lieber das Geld für so einen Reiniger ausgeben. Und ein letztes Produkt, das hatte ich euch, glaube ich, in einem Edeka-Haul gezeigt. Gemüseschnitzel habe ich gegessen. Oder war es Kaufland? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das euch in so einem Short mal gezeigt, Gemüseschnitzel. Ja, ich habe natürlich nicht erwartet, dass das nach Schnitzel schmeckt. Ne? Es ist unterm Strich ist es paniertes Gemüse. Mais, Karotten, ein paar Erbsen waren drin. Ich fand nur ein bisschen schade, dass das Zeug so null gewürzt war. Es hat eben, also, es war paniertes Tiefkühlgemüse, das hauptsächlich nach gar nichts geschmeckt hat. Also dann mache ich mir lieber eine Packung Buttergemüse, würze mir das und ja, mache dann so, was weiß ich noch, ein paar Nudeln oder Kartoffeln dazu oder so. Das ist, aber das hier ist Quatsch. Es tut mir leid, Leute, das ist Quatsch. So, und dann sind wir auch schon durch. Ja. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Ja, Juli schon wieder vorbei, ne? Ja, ich werde jetzt meinen Sohnemann besuchen gehen. Nachdem ich staubgesaugt habe, hier haben sie schon wieder viel zu viel Katzenhaare angesammelt. Ich wollte gerade sagen, dir ein schönes Wochenende, aber das Video kommt ja erst Dienstag. Ja. Alles gut, für mich ist Wochenende, für mich ist Samstag, es tut mir leid. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Schönen guten Tag, schönen Abend, gute Nacht, schönen guten Morgen, wie gesagt, wann auch immer du dieses Video siehst. Lass es dir gut gehen. Wer mag, kann sich einmal ganz doll gedrückt fühlen. Die besten Wünsche gehen raus. Ja? Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Deine Nicole.